Mehr als 100.000 Amerikaner sind zwischen April 2020 und April 2021 an einer Drogenüberdosis gestorben. Dealer in weißen Kitteln. Die Opioidkrise in den USA. Es handelt sich um die schlimmste Drogenkrise in Amerikas Geschichte. Ja, sogar in der Weltgeschichte. Kleine Pille mit großer Wirkung. Wir beide, wir kennen Oxycodon aus der akuten Schmerztherapie im perioperativen Setting oder auch bei chronischen Patienten, also chronischen Schmerzzuständen von Patienten, wie zum Beispiel bei Tumorpatienten. Oxycodon ist ein synthetisch hergestelltes Opioid und es hat so ungefähr die 1,5-fache analgetische Potenz vom Morphin, der Mutter aller Opioide. Auf der anderen Seite gibt es ein weltweit wachsendes Problem mit dem Missbrauch von Oxycodon als Droge. Und in den USA geht man mittlerweile von 100.000 Todesfällen pro Jahr aus. Prozentual gesehen ist das Problem hier in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt. Die USA haben eine 4-mal so hohe Bevölkerungszahl wie hier in Deutschland, aber 60-mal so viele Drogentote. Bei uns wurden aber 2020 auch immerhin 1.581 Todesfälle registriert. Also Todesfälle durch Drogenmissbrauch. Das ist nicht so wenig. Leute, das ist Marcel und ich bin Timo. Moin. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Wir beide, wir sind seit über 10 Jahren Ärzte und seit über 2 Jahren machen wir gemeinsam unseren YouTube-Kanal hier. Und bei uns gibt es alltagsrelevante medizinische Themen. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, nur für euch, gern geschehen. Und heute Oxycodon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe immer das Problem, ich kann über Oxycodon reden, aber ich kann irgendwie Oxycodon nicht schreiben, weil ich mir nie merken kann, ob man es mit I oder mit Y schreibt. Ich habe mich dran gewöhnt. Aber das Y- und I-Ding ist ja wirklich so ein Ding bei den Opioiden. Da gibt es ja zum Beispiel, wie war das? Das Sufentanil zum Beispiel, das wird ja mit I geschrieben, obwohl es voll unlogisch ist und alle immer das denken. Aber warte mal, nee, beim Lernen für einen Facharzt habe ich das mal gelernt. Warum da Y und I? Ich habe es gerade aktiv wieder vergessen. Das hat was mit halbsynthetisch und synthetisch zu tun, glaube ich. Könnte sein. Also ich weiß es nicht. Ich kann es mir halt, wie gesagt, nicht merken. Und ja, dann hauen wir rein. To everyone who sell me drugs, don't mix it with that bullshit. I'm hoping not to join the 27 Club. Das ist ein tragischer und sehr zutreffender Part aus einem Mac Miller Song. 3 Jahre nachdem er das Album rausgebracht hat, ist er selbst an einer Opioid-Überdosis gestorben. Er dachte, er hätte sich über seinen Dealer Oxycodon besorgt und hat sich die Tabletten eingeworfen. Leider hat er Fentanyl bekommen und Fentanyl hat die 120-fach höhere Potenz, was die Analgetik, aber auch die Nebenwirkungen angeht, vom Oxycodon. Und darin ist er gestorben. Oxycodon ist ein semisynthetisches Opioid. Das Suchtpotenzial ist sehr hoch. 1916 synthetisiert, gab es 1920 schon die ersten Missbrauchsbeschreibungen. Wie alle starken Opioide ist auch Oxycodon verschreibungspflichtig und fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Es gibt schnellwirkende Tabletten, Retard-Tabletten, Zäpfchen und auch Lösungen zur intravenösen Gabe. So typische klinische Dosen sind 10 bis 20 Milligramm pro Tag zweimal als Retard-Tablette und zusätzlich eine Akuttablette mit 5 Milligramm. Wie schon erwähnt, die Wirkungsstärke entspricht so ungefähr dem 1,5- bis 2-fachen des Morphins. Die Wirkung hält an für 4 bis 6 Stunden, im Fall der Retard-Tablette ein bisschen länger, 8 bis 12 Stunden. Die Wirkung selbst wird realisiert über verschiedene Opioid-Rezeptoren im Gehirn an verschiedenen Stellen. Wir müssen da jetzt nicht so näher drauf eingehen. Das Problem beim Oxycodon, beziehungsweise die Eigenschaft vom Oxycodon ist, dass auch bei der Retard-Tablette ein Großteil des Wirkstoffs schon in den ersten 15 Minuten freigesetzt wird. Und dadurch erklärt sich die euphorisierende Wirkung und eben dieses hohe Suchtpotenzial. Wie auch schon in unserem Video über Tilidin, gibt es Oxycodon auch gemeinsam mit seinem Gegenspieler, dem Naloxon, in einer Tablette. Hierdurch sinkt das Suchtpotenzial erheblich, da die Dosierungen in der Tablette so gewählt sind, dass in der normalen Schluckdosis die schmerzlindernde Wirkung überwiegt, ohne zu knallen, und bei einer höheren Dosierung dann eher der Gegenspieler zum Wirken kommt. Als Droge konsumiert wird die Retard-Tablette meistens gemörsert und dann kann man es zum Beispiel schniefen
Und dadurch wird dieses schrittweise Wirkstofffreisetzen komplett zerstört und es ballert gleich alles auf einmal. Als Rausch ist die Euphorie die führende Komponente. Warm, chillig, gediegen, entspannt. Das ist die Wirkung. Aber die Dosierung ist aus unserer Sicht etwas schwierig, wenn man jetzt anfängt, diese Tabletten zu zermörsern und dann Lines zu legen und die dann durch die Nase zu ziehen. Also das geht ja dann auch nur so Pi mal Daumen. Übelkeit und Erbrechen, Schwindel, aber auch Benommenheit können dann überwiegen. Ein anderes synthetisches Opioid, das W18, wird auch manchmal als Oxycodon verkauft. Und das ist um ein Vielfaches stärker und da kann man nach dem Konsum auch direkt mal einen Absturz erleben. Das kann zwar auch beim Oxycodon passieren, ist aber deutlich seltener. Als Standardnebenwirkung, die sonst noch so auftreten kann, gibt es natürlich die Verstopfung. Deshalb ist es ja bei uns Ärzten so, dass wir immer eine verdauungssteigernde Substanz da noch mit dazu verschreiben müssen. Ja, und dann müssen wir noch, let's talk about alcohol. Die beiden bedingen, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Und dadurch kann es eben passieren, dass man einen heftigen Absturz erlebt, in dem auch die Atemdepression, wie wir auch schon im Tilidin-Video erzählt haben, das überwiegende Momentum ist. Und dann hört man einfach auf zu atmen, fängt an zu kotzen, erstickt an der Kotze und das war's. Und zum Schluss darf man nicht nur den Entzug bei der nicht nur seelischen, sondern halt auch körperlichen Abhängigkeit vergessen. Die Beschreibungen sind mannigfaltig in Filmen, Büchern, Serien, Videos, also YouTube-Videos, zu finden und eigentlich allesamt extrem. Und Leute, nochmal die Textpassage von vorhin. To everyone who sell me drugs, don't mix it with that bullshit, I'm hoping not to join the 27 Club. Kurz als Nebeninfo erklärt, der 27 Club ist der Club, also Club der Menschen, die mit 27 Jahren das Zeitliche gesegnet haben. Darunter fallen Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain und seit 2011 auch Amy Winehouse. Tja, jetzt haben wir wieder mit einem Downer geendet. Manchmal können wir halt nicht anders. Ja, es ist irgendwie so, wenn wir mal was über Substanzen machen, bei denen es sich auch um Drogen handeln könnte, so wie heute, dann endet es oft mit einem Downer. Ja, wir müssen ja irgendwie unseren lehrenden Beitrag dazu leisten, dass der Drogenkonsum, wenn er schon stattfindet, wenigstens safe stattfinden kann. Also zumindest so, dass man darüber Bescheid weiß, damit einem bewusst ist, was man da mit sich macht. Richtig. So, unser erfolgreichstes Video ist das über Kokain. Also das würde auch zum heutigen passen, deswegen empfehlen wir das heute mal. Ansonsten wollt ihr uns unterstützen, dann könnt ihr sehr gerne so ein T-Shirt erwerben und zwar hier. Und dann bleibt mir nichts weiter als zu sagen, bleibt gesund. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis nächste Woche. Peace.